Grüß euch Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Da sind die Kinder. Wir sind heute auf Exkursion. Klassefahrt. Das ist ein bisschen ernsteres Thema und zwar geht es heute um. Wir schauen uns so ein Team an, der am 8. Oktober, 8. Oktober, genau, am 7. Oktober. Ja, der ziemlich auseinandergenommen worden ist vor allem aus. Genau, schauen uns das auch ein bisschen an. Besseres Verständnis dafür zu bekommen, was da wirklich abgegangen ist. Also am 7. Oktober ging das früh morgens 6.30 Uhr los mit Raketenanlagen. Nichts also Gewöhnliches. Die meisten Leute haben das gemacht, was ich auch mit meiner Frau gemacht habe. Wenn einmal Rakete einschlägt oder zwei hintereinander, gehen wir gar nicht in den Schutzraum. Aber das ging eine nach dem anderen, also andauernd. Dann sind wir schon in den Schutzraum gegangen. Das ist, wo meine Tochter war. Da hat sich die ganze Mauer verschoben, weil von irgendwann Sprengstoff getroffen worden ist. Da war sie 30 Stunden versteckt. Hier ist ein Zimmer, wo die Eltern das gestattet haben, dass das offen bleibt, dass wir reingehen können. Eigentlich ein Art Museum. Hier steht an der Mauer übrigens menschliche Reste. Wenn sie nicht aufhalten können, dann schaffen sie es reinzugehen. Und wenn sie es nicht schaffen, dann schießen sie mit der Sturmpistole durch die Tür durch. Und viele Leute haben ihre Hand verloren und sind schwer verlost, weil sie versucht haben, die Tür von der Innenseite zu halten. Und die haben durch die Tür geschossen und haben sie dann im Zimmer, im Schutzraum ermordet. Die Entfernung von unserem Zaun bis zum Grenzzaun sind 1,8 Kilometer. Und das ist der Zaun, wo es ihnen gelungen ist, den Zaun zu sprengen und durchzufahren. Praktisch auf Asphaltstraßen direkt zu uns. Das sind 5 Minuten. Israelischen Ein-Dome-Rakete. Das sind zwei Teile immer. Die gehen kurz vor der Explosion auf und dann explodiert das neben der Rakete, die von der anderen Seite kommt. Das nennt sich Tamir. So sieht die aus. Das ist nur der Sprengkörper. Sind das die Raketen, die Sie selber bauen? Genau. Die werden in Gaza gebaut, in einer Werkstatt. Deswegen gibt es auch ein Verbot von Israel, auch als noch nicht dieser Krieg war, bestimmte Gegenstände nach Gaza importieren. ...gekommen sind und getan haben, was sie wollten. Und natürlich hatte dieses Security-Team in all diesen Ortschaften keine Chance. Teilweise sogar in den Armeebasen hatten sie keine Chance. Und überhaupt das Ruder wieder an uns zu reißen, hat tatsächlich tagelang gedauert. Tagelang, an manchen Orten, noch eine Woche später gab es Kämpfe. Noch eine Woche später, weil das ist ja hier teilweise, habt ihr ja gesehen, offenes Feld. Und die zweite Sache, die wir unterschätzt haben, ist die Brutalität. Die Brutalität, wie sie vorgegangen sind. Und ich glaube, ich muss niemand von euch erklären, ich habe das bestimmt in den letzten 3 Monaten von vielen Israelis gehört, dass das, was jetzt passiert ist am 7. Oktober, im Endeffekt für viele Israelis das erste Mal nach der Shoah war, nach dem Holocaust, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man so eine Art Mini-Shoah gefühlt hat. Und das im eigenen Land. Im eigenen Land, dass man wehrlos war, oder hilflos, dass man ausgeliefert war, dass man verbrannt wurde, zerstückelt wurde, entführt wurde, vergewaltigt wurde, ermordet wurde und niemand dir zu Hilfe kommt. Ähnlich wie damals. Das ist so bei vielen Israelis ganz, ganz tief. Also nur kurz zu erklären, man sieht das am Shabbat-Table. Und das soll so signalisieren, was die Geiseln in Gaza täglich für Portionen bekommen. Also, ich weiß nicht, ob es fokussiert, aber es hat verhältnismäßig sehr, sehr wenig. Und wir sind heute in Tel Aviv vom Museum of Art. Das sind eben diese ganzen Kundgebungen und diese ganzen Kampagnen der Familien zu so Bring Them Home Now. Das ist echt eine bedrückende Stimmung da. Das ist so eine Masttunnel-Attrappe, wenn man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. So, da, genau eine Woche
nachdem wir in Gfasa waren und uns das Ganze angeschaut haben, bin ich jetzt da im Negev, so in der Wüste, steppt da so ein bisschen herum und wollte nur so ein kleines Resümee ziehen von unserem Besuch. Also warum zeige ich das überhaupt? Ich möchte nicht irgendwie so sagen, boah, ich bin so mutig und traue mich da hin und oha, Schutzwesten, wir sind so cool, sondern ja, irgendwie mehr so, um Leuten zu zeigen, die irgendwie glauben, das ist halt alles ein bisschen übertrieben und alles nur Einbildung, sind eh alles Fake-Videos, das eben nicht so ist. Und ich finde es extrem großes Privileg, dass wir da eigentlich dort sein haben können, das mit eigenen Augen sehen haben können, so das Spektakel, was jetzt die letzten Monate sehr präsent in den Medien war. Und ja, sonst hat man ja immer so, wenn man Holocaust-Gedenkstätten besucht hat oder irgendwelche KZ, dann hat man so im Kopf gehabt, ja okay, das ist jetzt auch schon wieder 100 Jahre aus, so. Das halt so zu sehen, so ja, nein, das war vor 3 Monaten, das ist halt, das ist schon nochmal eine andere Erfahrung. Genau, und das wollte ich einfach teilen mit euch.